Welche Rolle spielen eigentlich die Kommunen bei der Bildung? Rund 250 Teilnehmer erfuhren heute auf dem Kongress Bildung kommunal mitgestalten an konkreten Beispielen, wie frühkindliche Förderung im ländlichen Raum gestaltet wird und wie Kindertagesstätten und Grundschulen kooperieren. Doch wie lässt sich grundsätzlich gute Politik für Kinder machen? Ausschlaggebend ist zunächst das Wissen über ihre Ausgangsbedingungen. Wir haben in den letzten 2 Jahren einen Atlas für das Internet aufbereitet. Dort können Kommunen ihre Daten einstellen. Dieser Atlas ist seit einer Woche jetzt online und alle Kommunen können das kostenlos nutzen. Bildungschancen in Kommunen sind ungleich verteilt. Wenn wir gleiche Bildungschancen haben wollen, müssen wir ungleich die Mittel verteilen. Mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit der Kommunen, darauf setzt auch die nordrhein-westfälische Schulministerin Sylvia Lörmann. Das Land liefere zwar den Rahmen, die Kommunen würden aber entscheiden, welche Schule es vor Ort gäbe, war ihr Statement. Hitzige Diskussionen gab es nicht in der Podiumsdiskussion zum Thema Zweigliedrigkeit mit ihren Kollegen, dem niedersächsischen Kultusminister Bernd Althusmann und dem Hamburger Schulsenator Thies Rabe. Schließlich war man sich einig, dass unterdessen alle Bundesländer, bis auf Bayern, ein zweigliedriges Schulsystem anstreben, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. In fast allen europäischen Ländern ist die Zahl der Schüler, die Deutsch lernen, in den vergangenen 5 Jahren stark zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Das Goethe-Institut versucht, gegenzusteuern. Die Akzeptanz elektronischer Medien ist in vielen Ländern wesentlich größer als in Deutschland. Wenn wir die deutsche Sprache im Ausland bewusst fördern wollen, müssen wir diese Akzeptanz aufgreifen. Also müssen sich unsere Lernangebote viel stärker diesem Publikum widmen. Und das ist etwas, was wir auch für Deutschland gelernt haben, welche besondere Rolle beispielsweise digitale Medien in der Sprachvermittlung haben.